Hallo an alle Bastler, die gerne diesen Kanal sehen oder auch in Zukunft hoffentlich noch öfter den Kanal einschalten werden. Heute möchte ich ein kurzes Video zeigen, wie ich bei meinem Auto einen symbolischen Anhängerstecker durch einen 13-poligen Stecker austausche. Zu Anfang möchte ich euch einmal sagen, das ist eher etwas, das ihr den Mechanikern oder Elektrikern überlassen solltet. Da, wenn ihr hier irgendwo einen kurzen reißt oder das Kabel falsch anschließt, im schlimmsten Fall bis zu einem Brand kommen kann. Also bitte Finger weg und schaut nur mir beim Arbeiten zu. Und jetzt hätte ich es fast vergessen. Wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, sage ich euch jetzt schon einmal ein herzliches Dankeschön. Und natürlich, wenn ihr ein Abo hier lässt, würde es mich noch mehr freuen. Natürlich freue ich mich auch über jeden Kommentar und beantworte diesen, sofern es eine Frage ist. Wir werden dies bei meinem Golf ummontieren. Wie gesagt, hier ist der 7-polige Stecker. Den werden wir lösen. Dann die gleichen Pole anschließen, plus die zwei Kontakte für Dauer plus und Masse. Dazu habe ich mir über Amazon diesen Stecker bestellt. So. Man sieht, ist das der 13-polige. Ich hoffe, man sieht es, jawohl. Und die sind der Rückseite zum Schrauben. Als erstes schließe ich mal die Batterie ab. Das ist einer der wichtigsten Schritte. Hier könnt ihr noch meinen selbstgemachten Werkzeugwagen bewundern. Darüber habe ich leider kein Video gemacht, aber vielleicht mache ich einmal eine Erweiterung. Wie man schon am Anfang gesehen hat, und wie ich auch vermutet habe, sind die Schrauben extrem verrostet. Ich habe hier einmal versucht, mit einer Gegermutter zum Arbeiten, damit ich die Schrauben irgendwie herausbekomme. Aber der erste Versuch ist mal gescheitert. Genauso der zweite Versuch brachte auch nicht mehr. Darum habe ich mich dann für eine gröbere Variante entschieden, die aber einwandfrei funktioniert hat. Wer braucht schon einen Schraubenschlüssel, wenn er eine Flex hat? Nachdem ich den Stecker endlich runtergebracht habe, habe ich mir die 7 Kabelfarben anhand der Positionsnummern, die auf dem Stecker dabei steht, notiert. Diese sind nachher wichtig für die neue Montage des 13-poligen Steckers. Wir haben ja hier 7 fertige Anschlüsse und ich brauche danach dann noch 2 extra Anschlüsse dazu. Das heißt, wir machen nachher noch den Pol 9 und 13 dazu. Die anderen lasse ich ebenfalls frei. Nachdem der Stecker jetzt abmontiert ist, montiere ich als erstes gleich die
Rückwand des Steckers. Könnte eventuell sein, dass ich das schon das eine oder andere Mal vergessen habe und dadurch alles wieder zerlegen habe müssen. So, jetzt brauchen wir ein Kabel. Es ist auch noch sehr wichtig, dass man bei den flexiblen Drähten unbedingt Adernhülsen draufpresst. Ansonsten habt ihr das Problem, dass die irgendwann mal aus den Klemmen rausrutschen. Das würde ich bei jeder Elektroinstallation so machen. Beziehungsweise das gehört bei jeder Elektroinstallation so gemacht. Hier habe ich schon das zweite Kabel mit den zwei Adern dazu eingefügt und schließe jetzt die Kontakte bzw. die Pole so an, wie ich sie rausgenommen habe, inklusive der zwei neuen 9 und 13er Pole. Wie ihr hier seht, ist es doch eine recht große Fummlerei, da man hier diese 9 bzw. wenn man alle Drähte anschließt, alle 13 Drähte hier irgendwie unterbringen muss, ohne dass sie zueinander Kontakt haben, auch nicht nach der Montage. Deswegen habe ich anfangs gesagt, lasst das bitte den Profis machen. Hier kann wirklich vieles passieren. Nachdem der Stecker jetzt montiert ist, muss ich nur noch mit dem Kabel ins Auto hinein gelangen. Dafür gibt es meistens links und rechts diese kleinen Gummiabdichtungen. Hier bitte unbedingt wieder drauf schauen, dass danach alles dicht ist. Zum Schluss dann wieder die Batterie anklemmen und testen, ob alles funktioniert. So, somit ist dieser Stecker auch montiert und wie wir sehen, das Liftsystem für meinen Fahrradanhänger funktioniert jetzt ebenfalls. Diesen Fahrradanhänger seht ihr in einem eigenen Video, den kurzen Aufbau und die Bedienung dessen. Mir bleibt jetzt nur noch meine kleine Baustelle aufzuräumen und dann bin ich fertig für heute. Ich sage danke schön fürs Zusehen, würde mich über einen Daumen hoch von euch sehr freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, würde mich natürlich noch mehr freuen und somit würdet ihr keine Sendung mehr verpassen. Tschüss!